In den nächsten Tagen ist unser Haus immer wieder durchsucht worden. Nachts kam die Luftwaffe, tagsüber kam die Militärpolizei, es kamen Soldaten, zum Teil angemalt, also die Gesichter angemalt, damit man sie nicht erkennt. Oft nachts, damit man sie nicht sieht. Der Hund hing immer an irgendeinem von denen, weil er sich da festgebissen hat. Wir hatten sehr oft keinen Strom. Unsere Scheiben wurden eingeschlagen mit Steinen. Irgendwann mal konnte mein Vater anrufen und dann hieß es, raus da. Ja, also ihr geht jetzt, wir gehen erstmal nach Santiago und schauen weiter. Als Sie nachts durchsucht worden sind, wurde da nach Ihrem Vater gesucht? War das sozusagen der Hauptgrund, also dass der sozusagen gefasst Ehrlich werden sollte? gesagt, weiß ich nicht, was der Hauptgrund war, weil sie haben zum Beispiel Bücher mitgenommen. Meine Eltern hatten sehr viele Bücher. Ich lese heute noch gerne und habe was mit Lesen im Beruf zu tun. Sie haben zum Beispiel das Kapital dagelassen und schwarz und weiß mitgenommen. Ja, also so. Und es gab ja Bücherverbrennung in Chile, so wie die Nazis das auch betrieben haben, öffentlich. Sie haben gefragt nach Waffen, sie haben gefragt nach Geld aus Kuba, sie haben, keine Ahnung, meine Eltern hatten einen Kühlschrank, ganz normalen Kühlschrank. Und dann hieß es, dieser Kühlschrank wurde mit Geld aus Kuba gekauft. Und ehrlich gesagt habe ich mir immer gesagt, warum denn Kuba, aber nicht die Sowjetunion oder sowas, ja? Oder, keine Ahnung, die DDR. Ehrlich gesagt, meine Eltern hatten das, was sie hatten, sich mit ihrer Arbeit irgendwie verdient. Also dieses Geld aus Kuba und so dieses, ja, dieses sehr darauf beharren, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen, das war so eine Masche, die auch bei in anderen Militärregierungen in Lateinamerika noch sogar verbessert wurde. Also diese Methoden, die man von den Nazis über Franco und über die ersten Militärregierungen in Lateinamerika entwickelt hat, hat man dann immer weiter auf die Spitze getrieben. Und Ihr Vater hat sich dann plötzlich gemeldet. Der war ja gar nicht bei Ihnen, diese Nein, Tage. Wie ist es dem ergangen? mein Vater war im Norden und ehrlich gesagt, im Nachhinein war es wahrscheinlich unsere Rettung, dass sie uns so bald nach dem Putsch mitgenommen haben. Weil da waren die Geheimdienste der unterschiedlichen Heeres, Militär, Armee, wie sagt man das? Keine Ahnung. Also die waren nicht miteinander verknüpft. Das heißt, man wusste nicht genau, wo wer sein konnte und wenn man den festgenommen hat, bis man dann die Daten irgendwie woanders hatte, wo man ihn vielleicht gesucht hat, dauert es Tage und man konnte dann entkommen. Ja. Allerdings gab es ziemlich bald sogar Anzeigen, ganzseitige Anzeigen in den Zeitungen, wo man Leute lebendig oder tot gesucht hat, also wie im Wilden Westen. Und da gab es Listen von Leuten, die sich stellen sollten und oder man erschießen würde, wenn man sie trifft. Und da erschienen allerdings ein bisschen später die Namen meiner Eltern, also den Namen meines Vaters allemal. Ja. Und Ihr Vater war aber im Norden schon mal inhaftiert worden und ist sozusagen so vom Radar erstmal ein bisschen verschwunden, Richtig, kann man das so sagen? mein Vater ist auch kurz nach dem Militärputsch festgenommen worden bei. Also er erzählt, dass er auf der Straße war, als schon Ausgangssperre war. Ja, man hat ihn mitgenommen, hat ihn verprügelt, einen Arm, ein paar Rippen gebrochen und hat ihn wieder rausgekickt, sozusagen, als er dann weg sollte. Und dann ist er natürlich geflüchtet zu meinen Großeltern erstmal nach Santiago. Santiago ist eine Großstadt, wo wirklich
jeder mehr oder minder anonym, zumindest an der Zeit, leben konnte damals. Und da rief er an und sagte, also auch vor allem, als er erfahren hat, dass sie mich mitgenommen haben als Geisel, das war, glaube ich, schlimmer als dass sie meine Mutter auch mitgenommen haben. Ich meine, ich war 14 Jahre alt. Und dann hat er gesagt, kommt alle nach Santiago. Genau. Wir haben dann das Haus aufgelöst, haben Freunden, Schulkameraden erzählt, dass wir nach Santiago gehen, weil es unserer Oma nicht gut geht. Wir durften natürlich nicht sagen, wir flüchten. Ja. Allerdings hat meine damalige Klassenlehrerin, sie wollte sich von mir verabschieden und sagte, egal wo du landest, lerne weiter. Ja, also mach die Schule fertig. Also sie wusste es wahrscheinlich, dass ja, man hat ja erfahren, dass viele Leute zumindest in eine andere Stadt ziehen und eventuell dann das Land verlassen. Und wie war das dann, Ihren Vater wiederzusehen? Es war schön. Wir konnten ihn nicht richtig umarmen, weil er immer noch gebrochene Rippen hatten. Er hat sich versteckt. Das heißt, wir durften gar nicht erzählen, dass er da in dem Haus ist. Das war im Haus Ihrer Großeltern. Meiner Großeltern, Ja. ja. Um die Tage herum, also das muss im November gewesen sein, kriegten meine Großeltern Besuch. Meine Großmutter hatte eine sehr gute Freundin, die hatte zwei Kinder. Und sie wurde sehr jung Witwe und meine Großmutter hat diese Kinder mit erzogen, das heißt als Pflegekinder mehr oder minder gehabt, würde man sagen. Das heißt, sie sind aufgewachsen mit meinem Vater und mit meinem Onkel und meiner Tante. Und der Junge davon, Mann inzwischen zu der Zeit, war beim Militär. Er war Offizier. Er hat meine Großeltern besucht und sagte, sie sollen außer Land gehen. Und zwar sofort. Sag ihnen, egal wo sie sind, sie sollen raus. Und Sie meint er jetzt wirklich Mein Ihren Vater, Vater, Ihre Mutter und die Kinder? genau. Er meinte uns. Und mein Onkel. Mein Onkel ist dann auch ins Exil gegangen nach Rumänien. Das heißt, mein Vater hat dann. Den Teil der Geschichte kenne ich ehrlich nicht sehr, weil meine Eltern und meine Großeltern sich sehr bedeckt gehalten haben. Natürlich haben sie wenig erzählt. Aber was ich dann im Nachhinein erfahren habe, ist, dass mein Vater sich in die deutsche Botschaft geflüchtet hat, weil die deutsche Botschaft in einem Gebäude untergebracht war, ist, zumindest 92 war sie noch, als ich sie gesehen habe, von außen zumindest. Und in diesem Gebäude war unten im Parterre ein Kino. Das heißt, man konnte sich da mehr oder minder frei bewegen. Alle Botschaften wurden geschützt vom Militär hinter Maschinen, richtig große Maschinengewehren, damit sie nicht von Kommunisten oder Terroristen überfallen werden. Was sie natürlich versucht haben, ist zu verhindern, dass Leute sich dorthin flüchten. Man hat zu dem Zeitpunkt schon gehört, dass viele Leute irgendwie versuchen, außer Land zu gehen. Auch Leute, die damals in Chile Asyl hatten, aus anderen Diktaturen sozusagen nach Chile geflüchtet sind. Naja, und mein Vater ist dann, ich meine, Ende November in die deutsche Botschaft. Es waren zum Teil wirklich sehr, sehr viele Leute in der deutschen Botschaft drin. Das heißt, die Büros wurden auf zwei oder drei Räume reduziert, damit die Leute die Möglichkeit haben, da zu sein. Es war Hochsommer dann in Chile, also November, Dezember. Dezember ist vor allem. Dezember, Januar ist Hochsommer. Es war so, dass wenn der Familienvater sozusagen Asyl beantragt, die Familie geschützt ist. Wir sind dann von einer Organisation der UNO, betreut worden. Ich meine von einer Flüchtlingskommission.
Habe ich meiner Mutter erzählt, habe ich neulich gefragt, weil ich mich erinnert habe. Die haben uns dann geholfen, die ganzen Papiere irgendwie fertig zu machen. Die Deutsche Botschaft hat uns auch geholfen, hat uns interviewt. Wir mussten uns impfen lassen und das alles mehr oder minder so ein bisschen versteckt.